Du kannst einen Reißverschluss auch so offen in einen Stoff einnähen, dass du nicht zwei einzelne Stofflagen an je eine Seite des Reißverschlusses nähst, sondern dass du den Reißverschluss genau in den Stoff legst. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Und zwar zeichnest du dir zuerst auf der Rückseite eine gerade Linie, und zwar dort, wo du den Reißverschluss hinhaben möchtest. Und natürlich musst du auch wissen, wie lang dein Reißverschluss ist, also wie lang die Öffnung werden soll. Ich habe hier von dieser Schiene, von dem Ende der Schiene bis ungefähr bis hier, habe ich eine Länge von 7 und 9,5 sind 16,5 cm. So, jetzt weiß ich, wie lang die Öffnung sein soll, und nehme einen Kreidestift, mein Lineal, und fange bei 11 an, und dann brauche ich noch 5,5. So lang soll also die Öffnung sein. Ich möchte hier eine rechteckige Öffnung haben, um den Reißverschluss von innen einzunähen, und dafür gehe ich hier an den Ecken noch mal 1 cm zurück. Ich markiere mir das so. Und dafür schneide ich mir dann hier Dreiecke heraus und überlege mir jetzt auch noch, wie breit soll denn dieses Rechteck sein. Ich würde sagen, circa 1,5. Das heißt, auf beiden Seiten ist diese Fläche frei, und hier fangen dann halt sozusagen die Kanten des Stoffes an. Das heißt, 1,5, die Hälfte davon, also du musst dir das ja als die Mitte vorstellen, dieses ganzen Rechteckes, 1,5, die Hälfte ist 75. Dazu trage ich mir dann 0,75 cm ab, und zwar jeweils zu beiden Seiten. Und mache das hier auch, und dann kann ich eine gerade Linie ziehen. Meine Länge ist ja bis hier, das hatte ich ja am Anfang schon abgemessen. Und jetzt ziehe ich mir hier auch nochmal so eine Markierung. Hier ist meine äußere Kante. Als nächstes verbinde ich diesen Punkt mit diesem Punkt und diesen Punkt mit diesem Punkt, und dann habe ich sozusagen mein Dreieck. Und die Markierung, die ich aufschneiden muss, um dann später eine rechteckige Öffnung für den Reißverschluss zu bekommen. Und zwar schneide ich jetzt erstmal bis zu diesem Punkt diese Linie ein, dann bis zu dem Punkt, knapp bis vor Ende, ca. 2 mm, auch hier und hier. Und dann klappe ich die zwei Dreiecke einmal um und diese zwei Geraden klappe ich nach außen und unten um. Und dann werde ich hier eine rechteckige Öffnung haben, auf die ich den Reißverschluss legen kann und von außen annähen. Ich zeige dir jetzt, wie ich das einschneide. Ich mache das so, dass ich hier auf dieser Linie erstmal versuche, mir eine kleine Öffnung zu machen, also auch eine gerade. Und das Ganze vorsichtig einschneide, so gerade wie möglich. Und dann bin ich an diesem Punkt angelangt und schneide bis circa 1 mm oder so, 1 mm, 2 mm an die Ecke, also nicht ganz ran. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. So,
Jetzt habe ich sozusagen hier meine Nahtzugaben, also ich habe mir Nahtzugaben kreiert, die ich, wie gesagt, nach innen, nach unten und nach oben umklappe bzw. bügle. Also ich drücke das mal etwas mit dem Finger hier nach, um dir zu zeigen, wie das so geht. Und dann klappe ich das Dreieck um und drücke es etwas fest. Also hier kannst du dann sehen, okay, vielleicht muss ich doch noch etwas mehr einschneiden, aber das reicht auf dieser Seite. Und hier schneide ich doch noch ein kleines bisschen weiter ein. Und drücke das Ganze nach innen. So. Das Ganze bügele ich natürlich und jetzt kannst du nochmal von außen sehen. So sieht das Ganze dann aus und dann kannst du auch nochmal kontrollieren, ist denn diese kleine Seite hier auch gerade, ist das alles im rechten Winkel und falls nicht, kannst du auch nochmal vielleicht ein bisschen nachkorrigieren, indem du etwas tiefer einschneidest, aber nicht zu viel. Und relativ vorsichtig. So. Und darunter kommt dann sozusagen der Reißverschluss. Ich bügele das Ganze jetzt nochmal und dann zeige ich dir, wie das richtig schön gelegt aussieht und wie es dann weitergeht. So, jetzt habe ich das Ganze einmal umgebügelt und jetzt kannst du auch ganz klar sehen, wie wir hier ein Rechteck kreiert haben. So sieht es auf der linken Seite aus. Ich habe hier also sozusagen eine Nahtzugabe mir kreiert und als nächstes positioniere ich einmal mal kurz den Reißer. So soll das dann später eingenäht sein. Und um das Ganze zu befestigen, bevor wir eine Naht einmal rundherum setzen, um den Reißverschluss mit dem Stoff zu verbinden, zeige ich dir jetzt noch, wie wir das Ganze fixieren. Und zwar nehme ich dafür dieses beidseitig klebende Nähband. Das ist super einfach. Du kannst es statt Stecknadeln benutzen und die Stecknadeln würden das Ganze etwas wellen. Und hier an dieser Stelle ist es natürlich etwas schwierig mit einer Stecknadel. Dafür ist halt das Wonder Tape super geeignet. Und ich mache mir mal hier ein Stück ab in der Länge. Das brauche ich auch zweimal ungefähr in der Länge. So, ich klebe mir einmal die Nahtzugaben fest. Ich lege das hier so genau auf die Kante. Ich drücke es mal fest. Dann kann ich die obere Schicht entfernen und drücke einfach die Nahtzugabe flach an. Und damit habe ich das Ganze fixiert. Ich kann das dann nähen und dieses Band ist ganz einfach fürs Nähen geeignet, da es sich beim Waschen dann hinterher auflöst. Also es muss nicht wieder entfernt werden. Es ist eine super Nähhilfe. So, das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Entferne den oberen Bereich des Klebestreifens und drücke es fest. Und jetzt sind die beiden Nahtzugaben fixiert und jetzt brauche ich noch einmal für die zwei kleinen Enden jeweils ein kleines Stück. Eins, zwei. Lege es hier genau an die Kante, die ich mir markiert habe, an, drücke es fest, nimm das Oberpapier ab. Vom Klebestreifen geht's und dann drücke ich das kleine Dreieck fest und dasselbe mache ich hier auf der Seite. Einmal festgedrückt und dann kann es weitergehen. Jetzt geht es darum, den Reißverschluss hier in dieses Rechteck zu positionieren, nämlich so, dass die Abstände schön sind. Dafür nehme ich erneut Wonder Tape
Du positionierst das Wondertape hier oben und zwar ungefähr bis an die Ränder. Dann eine zweite Schicht hier unten, auch so etwas knapp weg von der Kante. Und dann setze ich hier auf die kleine Seite auch nochmal ein Stück und auf die andere Seite auch. Und dann dieses Oberpapier abnehmen. Und jetzt nimmst du diesen Reißverschluss und drehst das Ganze um und schaust, dass du es schön mittig positionierst. Und jetzt haben wir den Reißverschluss schön in dieses Rechteck eingebracht. Und der nächste Schritt ist, nach dem Festdrücken, dass wir zur Nähmaschine gehen und einmal rum eine Naht setzen. Und das zeige ich dir jetzt. So, ich nähe jetzt einmal rundherum eine Naht. Ich nähe das natürlich mit dem normalen Nähfuß. Bei diesem großen Abstand von Reißverschlusszähnchen zur Stoffkante brauche ich natürlich kein extra Reißverschluss-Nähfüßchen benutzen. Und ich fange hier an, indem ich ca. 2 mm hier anfange. Ich möchte nämlich rundherum knappkantig 2 mm abstecken. Ich suche mir dafür auch wieder eine Orientierung an meinem Nähfuß, also ungefähr hier. Meine Nadelposition ist in der Mitte. Hier am Nähfüßchen orientiere ich mich und lasse diese Kante immer an dieser Stelle des Nähfüßchens entlanglaufen. Und fange an zu nähen und verriegle kurz. Wenn ich dann hier zum Schieber ankomme, hebe ich den Nähfuß, öffne den Reißverschluss und senke den Nähfuß und nähe weiter. Und zwar circa, das war jetzt vielleicht ein kleines Stück zu weit. Ich kann das auch so ein bisschen nachjustieren. Ich nähe so weit, dass ich circa denselben Abstand, also dass ich denselben Abstand auf dieser Seite wie auf dieser Seite habe. Also vielleicht nochmal einen halben Stich. Und dann drehe ich mein Nähstück und halte mir das Ganze hier so etwas geschlossen. Orientiere mich an der Stoffkante und justiere wieder etwas nach. Drehe mein Nähstück und nähe einfach weiter. Ich bin jetzt wieder an der Ecke angekommen. Ich justiere etwas, ich drehe mein Nähstück und beende meine Naht, die ich hier etwas ganz kurz nachjustiere. Diesen Teil werde ich dann einfach mit dem Fadentrenner etwas entfernen und ich zeige dir gleich, wie das dann alles fertig aussieht. Hier kannst du sehen, wie das von hinten aussieht und so sieht es von vorne aus. So nähst du also einen Reißverschluss in einen Stoff ein.